unsere letzte Band des Abends, Cool Chocolate, mit So You Win Again. Schon toll, dem Richie zuzugucken, ne? Ja, der kommt auf die geile Hose. Ja, alles ist, das ganze Outfit ist der Hammer. Sein Look. Ist wieder vorne dabei. Würde mir nicht stehen. Ihr müsst gar nicht gewinnen, ihr müsst mehr als 25,1 Punkte haben. Dann seid ihr in der nächsten Woche. Was ist er? Ich sehe einen kopfschüttelnden Bertram. Ja, weil ich so wenig Punkte gegeben habe, schüttel ich den Kopf, weil ich den Eindruck hatte, Reggie hätte als Sänger durch 10 verdient. Absolut. Also, fantastischer. Dankeschön. Woran hat es hier liegen? Der Groove, der für so eine Musik auch entscheidend ist, um zu tanzen. Es war mir zu viel auseinandergespielt. Also teilweise der eine schneller als der andere. Und dann ist es wieder eingegroovt. Da habe ich gedacht, ich kann wieder einen mehr geben. Aber dann funktionierte das Ganze nicht. Und die Stimme gnadenlos. Aber das komplette Konzept hat mich jetzt nicht so überzeugt. Das war ich letztes Mal besser. Ja, ihr wart so begeistert letzte Woche. Conchita, was war los? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach der Performance letzte Woche, dass ich das jetzt sage, was ich gleich sagen werde, es hat mir ein bisschen die Coolness gefehlt. Mhm. Der Dreck hat mir ein bisschen gefehlt. Es war sehr, sehr korrekt. Auch deine Gestik war sehr, I don't wanna say it, aber es war eigentlich die Musical-Version dieses Songs. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, und ich glaube, es ist auch vielleicht ein bisschen easier, weiß ich nicht, für dich, eine Up-Tempo-Nummer zu machen, weil dann ist deine Energy genau on point. Und ich glaube, manchmal ist es so schwierig, sich zurückzunehmen und irgendwie auch den Flow irgendwie zuzulassen. Das war so überkorrekt so ein bisschen. Ja. Das habe ich so ein bisschen gefühlt und deswegen war ich heute nicht so bei euch. Yvonne hat ja eine 7,5 gegeben.
Ja, ich hätte auch gerne mehr gegeben. Ich war so zwischen, wer hat jetzt Gebot? Okay. Jemand aus dem Publikum. Vielleicht okay. Gibt es ja mehr Punkte. Nein, wir warten mal ab. Das ist ja okay. Ich glaube, der Funke ist heute einfach nicht so ganz übergesprungen. Aber ich muss auch sagen, das ist nun mal das Repertoire der Band. Wenn wir eine Tribute-Band haben, spielt die das Repertoire. Und da sind Songs, die dann direkt übergehen zum Publikum und die anspringen. Und es gibt Songs, die, wo einfach der Funke nicht so überspringt. Und ich glaube, du hättest noch ein bisschen präsenter sein können. Aber da waren Stellen, da fand ich dich auch sensationell. Und dann waren mir manchmal die Phrasenenden zu lang. Und dadurch ist so der Groove so ein bisschen verloren gegangen. Aber es lag auch ein bisschen am Gesamtgroove. Ja. Oh. Aber trotzdem, ich finde es toll, dass ihr hier seid und ich hoffe, dass ihr weiterkommt. Ja, das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Ich muss jetzt ein bisschen zittern, weil letzte Woche hattet ihr, glaube ich, eine 35 hingelegt. Wenn ich mal jetzt kurz überschlage, da sind wir bei 20. So, und jetzt fehlt noch das Publikum. Wie viele Punkte? Wir brauchen mindestens eine 5,1 vom Publikum, sonst... War es das für Cool Chocolate? Und wir schauen mal, was beim Stairway to Heaven jetzt angesagt ist. Was sagt das Publikum? Yeah! Eine 8,3! Eine 8,3! Das bedeutet, wir haben eine 28,3. Reggie, ja, ihr seid in der nächsten Woche.